So, jetzt haben wir die RS4-Kurbelwelle auf der Wuchtmaschine. Meistergewichte ausgerechnet für meine Fleischstangen und den Mahle Schmiedekolben. Mal gucken, was dabei rumkommt. Das sind im Moment 600 Umdrehungen pro Minute. Das reicht vollkommen fürs dynamische Wuchten. Und? Ja, 10 Gramm. Pro Seite circa. Das ist ganz gut. Dann gucken wir mal, wo der die haben möchte. Also einmal linke Seite, die Seite passt gut. Und rechte Seite, die Seite passt auch gut. Wenn es andersrum, wenn ich zum Beispiel schwere Pleu verbauen würde und schwere Kolben, dann hätte er mir wahrscheinlich das Gewicht auf der anderen Seite gepackt, hätte gesagt 10 Gramm dort weg, das wäre dann ungefähr hier 10 Gramm dort weg. Das ist recht schlecht hier zu bohren. Dementsprechend bin ich mir zufrieden.